Haben Sie mal aufs Datum geguckt? Wir haben schon Februar, der erste ist heute. Gefühlt hat doch letzte Woche erst das neue Jahr begonnen. Geht Ihnen das auch so, dass Sie sich fragen, wo der erste Monat des Jahres geblieben ist? Das geht auch vielen Kollegen von mir so, kann also kein Einzelschicksal sein. Deswegen, bevor der Tag jetzt auch schon wieder rum ist, spreche ich schnell mit Stefan Grünewald, Psychologe vom Kölner Rheingold-Institut. Können Sie uns das erklären? Warum haben wir alle das Gefühl, dass der Januar so ruckzuck rumgegangen ist? Ja, das Gefühl haben wir nicht nur im Januar, sondern das haben wir auch auf das zurückliegende Jahr hin betrachtet. Also letztendlich haben die Menschen im tiefsten Inneren eine Angst vor der Zeit. Sie begeben sich aus dieser Angst heraus lieber in einen Zustand besinnungsloser Betriebsamkeit. Das heißt, wir hetzen durchs Leben, wir begeben uns ins Hamsterrad, weil wir dann wirklich beschäftigt sind, nicht groß nachdenken müssen und immer in festen Ritualen drin sind. Das heißt, es kann nichts passieren, was unvorhergesehen ist. Aber der Preis ist hoch, wir sind zwar bedingungslos, wir sind zwar ständig beschäftigt, aber wir haben das Gefühl, wir können die Zeit nicht mehr mit Händen greifen. Also im Prinzip ist diese schnell verfliegende Zeit der Preis dafür, wie Sie es gerade gesagt haben, dass wir uns einfach das ganze Leben lang ablenken. Der Preis dafür, dass wir uns nicht mehr den Risiken des Lebens stellen. Denken Sie an die Kinderzeit, an die Jugendzeit, da haben wir das Gefühl, da ging die Zeit in einem ganz anderen Rhythmus, aber da waren wir auch in einer spannungsreichen Entwicklungsepoche. Kleine Kinder, die wechseln ständig von himmelhoch jauchzen zu tiefstem Betrübnis. Sie heulen, sie weinen. Als Jugendlicher sind wir in den Liebenswirren und kämpfen mit dem Liebeskummer. Das heißt, dieser Spannungsreichtum, den wir in Kinder- und Jugendtagen noch auskosten, der macht uns mit zunehmendem Alter mehr und mehr Angst und wir versuchen unser Leben einzuebnen. Das heißt also, je älter wir werden, desto schneller verfliegt die Zeit. Desto stärker ritualisieren wir das Leben und diese Ritualisierung gibt uns das Gefühl, die Zeit verfliegt. Ist das ein Empfinden, was wir eigentlich alle haben oder geht es nur bestimmten Menschen so? Das geht im Grunde genommen vielen Menschen so. Man kommt aus diesem Gefühl raus, wenn man sich eigentlich wieder auf den Zustand eines Jugendlichen begibt. Wenn man also wieder bereit ist zu experimentieren, sich zu entwickeln, aus vertrauten Routinen auszusteigen. Wenn man bereit ist, wieder Langeweile zu akzeptieren, weil aus der Langeweile werden neue Ideen. Aber die Langeweile kenne ich von der Bushaltestelle. Ja, aber das ist so eine unproduktive Langeweile. Mal im Grunde um Langeweile sagen, jetzt verzichte ich mal einen Tag auf Medien, ich konfrontiere mich mit mir selber, dann erwachsen aber neue Ideen, was ich aus meinem Leben machen könnte. Und das Ergebnis der Langeweile, des Müßiggang ist, dass wieder Laster in Gang kommen, dass ich irgendwas Verrücktes, was anderes mache, aber das bleibt mir dann immer in Erinnerung. Also auf Medien verzichten, okay, aber nicht auf Radio, oder Herr Grünewald? Zumindest nicht, wenn so spannende Interviews wie jetzt laufen. Das wollte ich doch meinen. Haben Sie einen Tipp für uns, wie man die Zeit anhält oder zumindest die Zeit langsamer macht? Ja, raus aus der Routine, sich Zeit nehmen für etwas, was man schon immer mal machen wollte. Wichtig ist es im Grunde genommen immer das Gefühl der Hamsterradbetriebsamkeit hin zu hinterfragen, Stopps einbauen, zur Ruhe kommen und wirklich sich auf Verrücktes, auf Abenteuerliches einlassen. Jetzt haben wir ein Problem, Herr Grünewald. Der Februar wird noch schneller rumgehen als der Januar. Der hat noch weniger Tage. Was macht man jetzt? Ja, aber der Februar hat dieses Jahr zwar nicht, aber in der Regel den Karneval, der wieder so uns aus den Ritualen verscheucht und das Leben wieder spüren lässt. Da stoßen Sie vor allem im Rheinland auf offene Ohren. Stefan Grünewald hat uns aus psychologischer Sicht erklärt, warum das neue Jahr schon wieder so schnell angefangen hat, warum der Januar so schnell rumgegangen ist. Ja, wenn Sie mögen, können Sie ja mal mailen an wdr2@wdr.de. ob auch bei Ihnen gefühlt an der Uhr gedreht wurde und was Sie dagegen tun. wdr2@wdr.de ist unsere E-Mail-Adresse.